Gaudi TV. Ich bin's, eure Julia, und heute bin ich in der Brienner Straße bei der Dirndlliebe, unserem Ausstatter für die Wiesen. Und Mädels, aufgepasst, heute kriegt ihr ganz heiße Tipps von der Designerin persönlich, nämlich von der Sarah. Hallo Sarah, herzlich willkommen. Hallo Julia. Ich freue mich, dass wir heute bei dir sein dürfen. Erzähl doch einfach mal, wie bist du dazu gekommen, Dirndl zu designen? Ich bin da schon sehr früh dazu gekommen. Ich habe als Kind schon sehr viel von meiner Oma gelernt und habe dann schon in der Jugend für mich eine Schürze selber mal geschneidert und immer mehr und mehr. Und dann war ich mal im Urlaub und dann habe ich diese fantastischen Stoffe gesehen, aus denen meine Dirndl sind. Dann war für mich ganz klar, ich designe Dirndl und gründe mein Label Dirndlliebe. Okay, und wie bist du dann zu dem Namen Dirndlliebe gekommen? Als ich das erste Dirndl anhatte, stand ich vorm Spiegel und mir war ganz klar, ich bin in Dirndlliebe, und somit war der Name geboren. Das stimmt, wenn man hier reinkommt, man fühlt sich so wohl. Mädels, hier werden richtige Träume wahr. Hier gibt's alles, was das Herz begehrt. Wir schauen auch gleich mal rüber, denn ich habe mir auch schon mal ein paar Dirndl ausgeschaut, die richtig super aussehen. Kommt mal mit! Also, ich habe mir hier schon mal eins rausgesucht, weil ich finde, das passt so wunderbar zu meinen blonden Haaren. Was sagst du denn dazu? Steht mir das? Das wird dir fantastisch stehen. Das ist ein Dirndl, das habe ich mir wirklich für eine blonde Frau überlegt. Das ist eine ganz ausgefallene Seide. Ich habe das Dirndl jetzt auch erst seit 3 Tagen, also es ist brandaktuell in meinem Store. Es ist eine wunderschöne Seide, wie gesagt, mit den besonderen Froschgoschern hier oben am Ausschnitt entlang. Und natürlich das Wichtige an einem Dirndl-Liebe-Dirndl sind die Miederhaken, die passend und individuell zum Dirndl ausgewählt werden. Okay, wenn mir das Dirndl jetzt nicht passt, was sehr schade wäre, wie würdest du dann vorgehen? Würdest du mir das an den Leib schneiden? Selbstverständlich. Das ist der Dirndl-Liebe-Service, den ich hier anbiete für meine Kundinnen. Ich passe das Dirndl kostenlos an, das ist im Preis mit inbegriffen. Super, finde ich toll. Aber jetzt habe ich noch was entdeckt. Und zwar, ich hänge es mal gerade wieder zurück. Du hast ja wahnsinnig tolle Hüte. Ich finde, du könntest mir jetzt mal einen aussuchen, der gut zu meinem Dirndl passt. Sehr gerne. Julia, was hältst du von diesem Hut? Finde ich total toll. Mit der weißen Schleife, mit dem Glitzer, finde ich super. Darf ich ihn mal aufsetzen? Sehr gerne. Wie trägt man den denn? Genau so, etwas mehr ins Gesicht und mit der Applikation direkt nach vorne. Okay, ich hoffe, er steht mir ganz gut. Aber jetzt nochmal was anderes, ja? Was sagst du denn, sind die Trends für die Wiesen dieses Jahr? Die Trends für die Wiesen sind definitiv ein wunderschönes, farbenfrohes Dirndl. Also nicht zu schlicht, sondern wirklich Farben, wunderbare Accessoires dazu zu kombinieren, wie die Hüte oder eben auch ganz besondere Stiefel, die du ja jetzt auch schon anhabe. Super schön mit Strass und Perlen. Also ich habe mich sofort drin verliebt. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was dazu erklären, weil es ist ja schon ungewöhnlich, Stiefel auf der Wiese. Das stimmt, aber das ist dieses Jahr der absolute Trend. Stiefel mit Swarovski und Süßwasserperlen passen zum Dirndl dazu. Absolutes Must-Have. Fühle mich auch total wohl. Und das Beste ist, man kippt nicht von der Bank, wenn man auf der Bank steht. Und man kriegt keine Schmerzen mehr, Mädels. Es ist alles gut. Ja, liebe Sarah, dann freue ich mich total, dass du uns ausstattest, weil wir fühlen uns natürlich super in den ganzen Dirndln. Und freue mich, wenn wir euch Mädels auch mit weiteren Dirndln beglücken. Also kommt einfach mal vorbei. Sag noch mal kurz, wo hast du deinen Laden? Mein Laden ist in der Brienner Straße 54, direkt beim Löwenbräukeller am Stiegelmeierplatz im Herzen von München. Also Mädels, habt ihr es gehört? Kommt alle vorbei, kauft euch einen Dirndl. Die Sarah schneidet euch diesen auf den Leib. Und dann habt ihr Gaudi auf die Wiesen.